So, hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft. Hier sind wir wieder. Diesmal sogar mit vier Genossen, wie man nur unschwer erkennen kann, für alle so, die zählen können. Die Vornamen habe ich mir diesmal jetzt leider nicht extra gemerkt. Auf jeden Fall dachte ich mir, ab jetzt machen wir mal mit ein paar mehr. Da will schon der Erste sein Schwertchen wieder zurückhaben. Nun gut, wir hatten eben schon besprochen bei Skype, wer sowas macht. Ich weiß gar nicht, wer jetzt was eigentlich genau machen wollte. Wir haben gesagt, einer kümmert sich um Stripmine, einer kümmert sich um den Weg da hinten. Da kann ich gleich noch irgendwie was zugeben. Genau, einer räumt auch mal die ganzen Farmen ab und kümmert sich um die Tierfarmen und sowas. Also das Stripmine unten, hast du den anderen Gang gesehen, wo der ist, dass du deinen einfach irgendwo daneben machst? Dass das ordentlich dann Steine gibt und eben auch die weiteren Erze? Schwert ist natürlich eine tolle Antwort. Glaube, das findest du. Okay, das ist ja ein Anfang. Wer schmeißt dir die scheiß Kekse rum? Okay, gut. Ey, hast du ein Problem oder was? Hier auch. Gut, das kann weg. Jetzt wird auch mit diesen Keksen rumzuschmeißen. Ich krieg's kotzen. Das Schwert habe ich weggetan. Such dir ein anderes. So, wer von euch macht die Minen? Irgendwer hat das eben schon geschrieben. Nee, nicht die Minen, sondern die Farmen. Motors macht die Farmen. Ich nenne euch jetzt einfach mal nach euren Ingame-Namen. Also einfach die Farmen abbauen. Und weißt du, wo die Tierfarmen sind? Dahinter? Nein, ich nenne dich jetzt nicht Sven. Oder ihn Sven. Also dann einfach die Tierfarmen dahinter vielleicht alle mal so ein bisschen vermehren. Und ich mache gerade mal die Musik ein bisschen leiser. Das ist ja wahrscheinlich nicht auszuhalten. So vielleicht. Na, so mache ich es mal. Und wer bleibt noch über? Der Drawnloader und der LSPG irgendwas sowas. Ihr könnt einmal mit hier vorne hinkommen. Und zwar hatte ich ja letztes Mal gefragt, nein, vorletztes Mal war das. Achso, du machst das Stripmine. Ja, okay, du machst das Stripmine. Wer bleibt dann noch über? Wen haben wir da hinten? Moment. Achso, ja, ihr könnt meinetwegen auch beide minen. Das ist mir ganz egal. Ihr könnt auch beide Stripminen. Es gibt nur umso mehr Erze. Ich habe da kein Problem mit. Die Weizen sind in dem Getreide, in diesem komischen dunkelroten Haus da mit drin. Also du kannst ruhig runtergehen hier 1998. Habe ich kein Problem mit, wenn du Bock zu hast. Meinetwegen. So, und für die restlichen, den restlichen, wie auch immer, würde ich sagen, kann dieser Weg eigentlich mal nach hier, die Slimes brauchst du eigentlich nicht wegfarmen, nee. Den Weg hier einfach mal weiterführen, also bis hier vorne hin. Beziehungsweise das kann ich vielleicht sogar machen und dann muss hier halt irgendwie eine Brücke drüber. Also wer von euch auch immer der kreative Kopf sein mag, der kann gerne ja mal eine Brücke darüber bauen. Die darf dann da vorne auch ganz gerne mehr als einen Block höher sein. Wie, du hast vergessen, wo die das bisher Strip gemeinte ist oder was jetzt? Ja. Ja gut, du kannst auch einfach hier oben bleiben. Das ist mir eigentlich, ihr könnt auch hier zu zweit dran machen. Das ist mir ganz schnuppe. Also, ihr besorgt euch am besten mal ein bisschen Kies und ein paar Steine, vielleicht irgendwie dann Steinmauern oder Steintreppen oder so und könnt die Treppe einfach nach hier hin rüberziehen und die soll letztlich bis da hinten zum Turm gehen. Ich hoffe, ihr wisst, wo ich meine. Ich werde mir mal auch ein bisschen Kies schnappen und das einfach da mal weiter durchlegen, dass man das schön erkennt. Dass zumindest so die gröbsten Vorgaben gemacht sind. Sonst baut ihr da nachher nur völlige Scheiße. So. Und dann bin ich noch auf eine Idee gekommen, wie wir das machen könnten bei diesem Namensturm, bei dem Ruhmesturm meinetwegen, wenn man ihn so nennen will. Das probiere ich gleich mal aus. Sollst du die Treppe gleich machen wie bei den Schildern? Bei den Schildern werde ich gleich eine Leiter hinten mal dran machen und damit mal was ausprobieren, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Moment, was für Holz war das denn? Das war Fichtenholz, ne? Genau, das ist Fichtenholz. Also wäre ganz cool, wenn du entweder auch dann an der Brücke mitmachst oder meinetwegen kannst du halt auch gerne runtergehen zum Stripmine. Ich kann dir ja zeigen, wo das ist. Ist ja eigentlich kein Problem. Der JH irgendwas ist sowieso gerade oben, dann kann er dir das auch zeigen. Dann gehen wir gerade wieder zurück in die Bude, der wartet dann gerade auf dich. Und dann weißt du Bescheid. So, die vier Namen hier hatte ich schon da auf das Schild geschrieben, ganz am Anfang vor der Aufnahme. Und ich probiere jetzt mal aus, ob ich nicht vielleicht, statt mich da jedes Mal im Creative-Modus hochzucheaten sozusagen, vielleicht nicht viel einfacher das hier so machen kann, von hier oben halt die Schilder dran setzen kann. Und genau, das ist nämlich eigentlich das Ziel, das funktioniert auch. Das ist viel einfacher und dann muss ich halt nicht auch immer andauernd in den Creative wechseln. Genau. So, das heißt, wir können, ist natürlich ein bisschen langwierig, hier mal hoch und runter, aber meine Fresse, dafür ist alles in Ordnung. Nicht wahr? Batz. Wie, du meinst diese Brücke hier? Ob du die andere auch so bauen sollst, vom Stil her? Oder was? Ja. Ja, kannst du meinetwegen machen. Du kannst die natürlich auch anders bauen, wenn du da irgendwelche spezifischen Ideen hast. Aber die kannst du auch gerne so bauen.
Ist eigentlich gerade Gewitter oder so? Ich habe bei mir ja, glaube ich, das Gewitter ausgestellt. Ich sehe nur, dass der Himmel so grau ist irgendwie. Hm. Weiß ich nicht. Es regnet. Ja gut, den Regen habe ich halt ausgestellt, weil mir der ja mal mega auf den Piss ging. Hat sich, glaube ich, auch einer ganz doll drüber aufgeregt. Oh, kann doch nicht den Regen ausstellen, der ist Teil des Spiels, meine Güte. Ja gut, ist halt die Frage. Ich finde den Regen mega zum Kotzen. Das ist klar, mag das sein, dass das Teil des Spiels ist und dass dann natürlich das auch viel realistischer ist und was nicht alles. Aber wenn der Regen einfach komplett die Musik übertüncht und einfach 10 Minuten durchgehend nervt, dann finde ich das nicht mehr so toll. So könnte man es formulieren. So, was mir nur gerade auffällt, der Weg ist hier natürlich von 3 Blöcken dann in 2 Blöcke nach da hinten weiter. Aber du kriegst das schon irgendwie schön hin. Da bin ich fester Überzeugung von. Okay. So, das mit dem Schilderturm da hinten habe ich schon gemacht. Den Kies brauche ich dann doch nicht. Wie heißt der andere nochmal? LPSG. Hast du schon runtergefunden den Weg? Ja, hast du schon gefunden. Okay. Sehr schön. So, was machen wir? Wir können. Ich gehe erstmal da hinten bei den Farmen gucken. Da wollte ich ja nächstes Mal sowieso weitermachen. Nein, erstmal hole ich gerade einen Button. Weil das an der Möhren- bzw. Kartoffel- bzw. Netherwarzen-Farm nachher doch mit einem Knopf gemacht werden soll und nicht mit dem Hebel. Mit Kart bist du unten. Ah, interessant. So. Der Motor läuft da auch schon fleißig rum. Was auch immer er genau tut. Weizen einsammeln. Nee, Quatsch, nicht Weizen, sondern Zuckerrohr einsammeln. So, jetzt ist das hier ja eigentlich soweit fertig. Ach genau, da musste hier ja noch was auf das ganze Zeug drauf. Auf das Wasser hier, damit das da nicht so blöd reinfließt. Da haben ein paar geschrieben, mach doch am besten Slabs drauf. Aber das ist ehrlich gesagt vielleicht gar nicht so geil. Oh, ich höre einen Zombie irgendwo in der Nähe. Gibt's für den Weizen keinen Button? Doch, du musst nach links weitergehen und dann ist da so eine Treppe, die nach unten führt. Und da ist das unten drin. Das wird irgendwann mal auch umgebaut, aber mal gucken. Erstmal lasse ich das so. Ja, das hört sich gerade so an, als hättest du es gefunden. Okay. Also, wenn ich jetzt einfach nur so diese komischen Seeblätter hinmache oder Slabs, dann kann es durchaus passieren, dass die Sachen, die hier neben abgeerntet werden, dann da drauf fallen. Und das wäre halt relativ nervig. Und genau aus diesem Grund werde ich das hier einfach so geradezu bauen. Sieht vielleicht ein bisschen weniger schön aus. Man könnte auch irgendein anderes Material nehmen oder so, aber mein Gott. So kann ich das Ding zumindest schon mal gleich zum Laufen bringen. Und das ist doch schon mal mehr wert als nur die Optik. Soll ja nämlich auch funktionieren. So, jetzt habe ich da das zugemacht. Na gut, die Hacke brauche ich gleich eh nochmal. Ja. So, ich habe übrigens mal an Musik reingemacht, habe ich noch gar nicht erwähnt. Kingdoms of Amalur. Eine Güterlore machen. Kannst du meinetwegen machen. Ich habe da bisher noch nicht so wirklich Ahnung von. Das ist im Endeffekt einfach eine Lore, wo du dann das Eisen mit hochfahren kannst, oder? Also halt so die Mineralien und alles. Ja, ja, kannst du dann meinetwegen machen. So, gerade nochmal überlegen. Das hier können wir noch bis dahin machen. Dann sieht es vielleicht doch noch ein bisschen schöner aus. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommt da oben immer Wasser raus. Einfaches Prinzip. Wasser läuft immer weiter, schwemmt die ganzen Sachen hier weg. Trägt das alles zusammen. Und sobald es da vorne angekommen ist, also kann man es irgendwo eine Minute laufen lassen. Dann einfach wieder ausmachen. Zack, ist es aus. Und das Wasser hier vorne bleibt halt. Ich kann hier reingehen. Zack, hab das Zeug abgeerntet. Und alles ist absolut toll. Ja, das ist eigentlich schon das große Prinzip der Farm. Die meisten kennen die ja sowieso schon. Wollte das gerade nur noch einmal zeigen. Und dann müssen wir im Grunde natürlich hier einmal dann das Ganze wegnehmen, um das mit Netherrack aufzufüllen. Nein, Quatsch, nicht mit Netherrack, sondern mit Soul Sand müssen wir das ja auffüllen. Damit wir darauf dann die Netherwarzen entsprechend auch hinsetzen können. Kommen die Weizen bei Farming rein? Die kannst du auch eigentlich direkt zu Broten verarbeiten und dann bei Essen reinpacken. Ich sag mal, was anderes als Brote mache ich da im Moment eh nicht draus. Weil ich ja im Grunde genommen Kekse sind erstmal genug da und außer für Weizen und Kekse weiß ich gar nicht, ob man das, Quatsch, außer für Brot und Kekse braucht man Weizen, glaube ich, für gar nichts anderes. So, soll ich die Nacht wegmachen oder sollen wir irgendwie draußen kämpfen und alles? Ist mir egal. Also ich habe auch Bock zu kämpfen, da habe ich wenigstens was zu tun. Überleben. Okay, dann überleben wir. So. Nom 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 nom. Dann fehlt auch noch ein Glowstone oben auf dem Community-Haus. Der darf natürlich nicht fehlen, der Glowstone.
Es ist kein Holz da, das kann ich kaum glauben. Du hast wahrscheinlich nicht hier in der Holztruhe geguckt, sondern wenn, dann gegenüber in der Holzcraft-Truhe. Hier in der Holztruhe ist auf jeden Fall genug, die ist auch gegenüber. Ich sollte die vielleicht mal ein bisschen anders anordnen, das wäre dann vielleicht übersichtlicher. Aber ich habe mich schon einfach so sehr dran gewöhnt. Also hier ist Holz, da wo Holz steht, ist Holz. Logischerweise. Naja gut. Wie gesagt, ist nicht gut sortiert, ist irgendwo meine Schuld. Okay. So. Ihr wisst doch bestimmt, wie man Pfeile macht, nicht wahr? Könnt ihr mir das mal erzählen? Das wusste ich nämlich letztes Mal im Nether ja nicht. Und natürlich wäre irgendwie so eine Skelettfarm toller, aber... Oh ja, der ist schon das erste. Sticks, Flint und Feder. Okay, jetzt sind natürlich Flint, Sticks und Feder. Oder war das was mit Eisen? Weil ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass Pfeile was sind, was man sich besser nicht selber machen sollte, weil das so verschwenderisch ist. Also wenn das Flint, Sticks und Pfeile sind, dann... Flint, Sticks und... ja, Moment. Also Sticks, Flint und Federn sind, genau. Dann kann ich das ja eigentlich gut auch mal ein paar Pfeile machen, so. Zack. Also ich sag mal an die Federn, naja gut. Es ist so. Boah, das ist ja cool. Ja, dann ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, dass wir uns auch mal ein paar Pfeile selber machen. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, wie viele Federn und... Oh, ist ja alles voller Viecher. Wie viele von den Sachen ich gerade da habe. Du kannst dir ein Schwert machen, es müsste aber auch entweder in der Werkzeugtruhe im Community-Haus oder sonst in der bei mir im Haus, im Lagerhaus, müsste eigentlich aber auch eine sein. Also ein Schwert sein. Was? Creeper? Direkt hinter mir? Okay. Hier sind halt noch zwei Creeper. Ja, das Hauptsache ist alles voll mit Creepern. Ja, stirb! Sprungattacke! Pikachu, Donnerblitz! So. Okay, dann das hier wieder auffüllen. Ach, ist das immer spaßig. Das Blödeste ist eigentlich, dass die weniger hier droppen, als sie kaputt machen. Das ist so das Ärgerlichste. Sonst wäre es ja ganz egal. So, okay. Hinten haben wir noch mehr von den Viechern. Ja, wenn sie wenigstens das droppen würden, was sie kaputt machen, okay, dann setzt man es halt wieder einfach wieder hin und dann ist alles okay. Aber so ist das schon ein bisschen blöd. So, dann... Wo sind sie? Hier haben wir schon mal 40 Sticks. Flints müssten wir hier einige haben, genau. Und dann noch Federn. Federn werden wir... Zwei Federn. Toll. Das ist jetzt nicht so die Welt. Wie ordnet man die an? Wahrscheinlich in der Mitte den Stick, oben den Feuerstein, unten die Feder. Jo, sehr schön. Ah, direkt auf Anhieb richtig geraten. Sehr schön. Okay. Hauptsache, der eine hat erstmal hier diesen Joker-Skin. Okay, das packe ich jetzt erstmal beim Mob-Loot auch rein. Das habe ich mir zwar gecraftet, aber dennoch droppen das Mobs ja auch. Und Hauptsache, einer verlässt erstmal das Spiel. Ich hoffe mal, er hat einfach einen Disconnect oder so. Oder muss gerade reloggen oder sowas. Motors lost his sword. Oh, das ist aber schade. Gut. Da habe ich das Ding drauf. Da habe ich das mit einem Schild geregelt. Er ist auch wieder drin. Das ist auch gut. Jetzt könnte ich mehrere Dinge in Angriff nehmen. Ich glaube, ich weiß auch, was ich davon mache. Du musst weg. Ja, ist kein Problem. Also so ganz weg, ne? Dann pack einfach deine Sachen einmal in irgendeine der Truhen. Am besten irgendwo ins Community-Haus, in eine, die halt vorher leer steht. Dann kann das irgendwer sortieren oder ich sortieren oder so. Ja, oder du lässt dich halt erstmal vom Zombie platt machen. So, Auf jeden Fall, nachdem du deine Sachen eingesammelt hast, kannst du meinetwegen ruhig gehen. Das ist ja altbekanntlich überhaupt kein Problem, wenn das sein muss. Und dann sortiert das gleich irgendwer. Ey, wenn ihr hier durch einen Creeper sterbt, dann macht das aber zumindest wieder hier ordentlich. Nö, das muss aber schon sein, dann... Du hast die Farm soweit fertig, ne? Dann kannst du mal gerade Erde, das hier mit Erde wieder auffüllen, bitte. Also das Loch hier, das wäre mal ganz nett. Hast du Erde dabei? Hoffe ich mal. So, und danach hast du nicht dabei. Okay. Und danach hast du eine Minimap oder so. Kannst du mal weiter Richtung Osten gehen. Hier zu diesem Spinnending. Und da will ich ja eigentlich auch noch so ein bisschen überarbeiten. Die soll ja nachher auch mal funktionstüchtig werden. Ja, ist nicht schlimm. Müsstest du eigentlich auch so sehen. LOL. Warte mal, wenn das Skelett jetzt den Creeper killt, dann gibt das doch eine Schallplatte, ne? Ja, genau, da ist eine Schallplatte gedroppt. Sehr schön. Genau, das schreibt mich auch in den Comments, dass das sogar jedes Mal so ist, wenn ein Skelett einen Creeper killt. Cool. Okay.
So, ja, diese Brücke ist irgendwie im Verhältnis zu den anderen auch noch so ein bisschen überarbeitungsbedürftig, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So, der Motas müsste da hinten irgendwo stehen. Dafür gibt es sogar eine Farm, lol, okay. Ja, und hier bedarf es halt auch noch so ein bisschen Überarbeitung, aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn der Motas gleich einmal kommt. Die hast du gefunden, das ist doch sehr schön. Siehst du mich hier vorne? Ich bin so ziemlich vor dir, auf der anderen Seite des Hügels vor dir. Spring hier gerade so auf der Brücke ein bisschen rum. Motas, siehst du mich? Kannst du mich sehen? Hier hinten, ich winke doch schon. Huhuhu. Oh, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Schade.